Wir hören jetzt einen Vortrag: Leaflet, komfortable Maps, Webmaps erstellen, von Numa Gremling. Numa Gremling ist GIS-Entwickler bei der Firma Geosys in Berlin, ist auch Dozent bei dem GIS-Trainer auch in Berlin und hat auch ein Buch herausgebracht, das Leaflet Cookbook. Und da wird er uns jetzt ein paar interessante Sachen, denke ich, erzählen. Gut, ich werde heute kurz Leaflet präsentieren. Was ist Leaflet? Oder auch kurz, was ist Webmapping? Wie werde ich eine Webmap erstellen? Für die, die noch gar nichts in die Richtung gemacht haben. Erstmal, es gibt einerseits Webmapping-Lösungen, Sachen, die schon programmiert wurden, fertig sind. Ich logge mich ein, erstelle einen Account, logge mich ein, lade Daten hoch und kann die visualisieren. QGIS Cloud ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Kato, früher hieß das KatoDB. Mapbox hatte auch mal so einen Viewer, den gibt es nicht mehr so richtig. GizCloud, MongoMap und dann gibt es auch größere Firmen, die in die Richtung was erstellen. Die will ich aber jetzt nicht unbedingt nennen, hier bei der FOSGIS. Genau, oder ich benutze keine vorgefertigte Lösung, weil die doch nicht alles kann, was ich brauche. Ich will eventuell meine eigene Custom-Lösung, ich will was selbst entwickeln oder ich brauche etwas, das komplexer ist, zum Beispiel Geoportal oder irgendwelche Ämter, die Daten bereitstellen. Genau, auch da gibt es viele, viele Bibliotheken, alles JavaScript. Ich muss JavaScript irgendwie schon ein bisschen verstehen, um sowas zu programmieren. Auch hier Google Maps ist bekannt. Man sieht 1000 Google Maps Karten auf Restaurants, Läden, überall auf Seiten. Open Source gibt es natürlich auch mehrere Bibliotheken, zwei große Player, würde ich sagen. Und das wären OpenLayers und Leaflet. Die soll man schon mal gehört haben. Auf die Unterschiede will ich jetzt nicht eingehen, da kann man vieles sagen. Beide sind sehr gut, beide können einiges, haben auch Unterschiede. Leaflet ist aber vor allem gut, wenn man nicht so viel Erfahrung hat oder es erstmal lernt. Also ich habe erstmal Webentwicklung gelernt, ich möchte jetzt eine Karte erstellen. Dann ist Leaflet meistens die einfachere Wahl, als gleich mit OpenLayers einzusteigen. Wenn die Projekte richtig komplex werden, große, große Anwendungen, wie gesagt, so ein Geoportal, dann ist wahrscheinlich OpenLayers doch die bessere Wahl. Genau, also erstmal kurz, was muss ich überhaupt lernen? Webentwicklung heißt HTML, CSS, JavaScript. In einer Woche kann man die Basics schon mal verstehen, würde ich sagen, und dann kann man schon eine Leaflet-Karte programmieren. Also man muss jetzt nicht groß alles perfekt können. Also nicht da abschrecken lassen, vor allem JavaScript. Ich weiß, Programmierung, anfangs hat man ja ein bisschen Angst, aber das ist nicht so schlimm. Man lernt es erst, wenn man es benutzt, und zwar, wenn man Leaflet benutzt, zum Beispiel. Genau, dann kommen wir zu Leaflet. Leafletjs.com ist so eine Bibliothek, wie gesagt, dann, um Webmaps zu programmieren. Was sind so die Merkmale? Wieso ist Leaflet cool? Wieso ist Leaflet eine gute Bibliothek? Einerseits, es ist kompakt. Man sieht hier im Quellcode 138 Kilobyte. Das ist keine Riesendatei, die da jeder User jetzt erstmal runterladen muss. Also relativ kompakt, läuft natürlich auch schnell, hat viele Vorteile, wie gesagt. Es ist dokumentiert und man muss sagen, sehr gut dokumentiert. Man weiß ja, im Open-Source-Bereich ist nicht alles immer super dokumentiert. Leaflet ist richtig gut dokumentiert. Also man kann alles nachschlagen. Wenn man einmal weiß, wie man diese Doku liest, dann findet man da alles. Und da muss man auch nicht, man wird immer noch ein bisschen googeln, ein paar Sachen suchen, weil es dann doch eventuell schneller geht. Aber theoretisch steht alles in dieser Doku. Die ist richtig gut. Genau. Leaflet ist erweiterbar. Ich habe ja gesagt, eventuell kann eine andere Bibliothek ein bisschen mehr, OpenLayers zum Beispiel, kann viel mehr. Aber Leaflet ist erweiterbar. Wenn etwas fehlt, das ich wirklich brauche, naja, kann ich selbst programmieren oder ich schaue, ob es Plugins gibt. Also aus dem Desktop-Bereich wissen wir, QGIS zum Beispiel, gibt es hunderte Plugins. Und bei Leaflet ist es auch so. Hier sieht man verschiedene Kategorien. Sucht man sich ein Plugin aus, kann man es installieren. Die können natürlich ganz unterschiedlich sein, wie die programmiert wurden, wie die eventuell sogar bereitgestellt werden oder funktionieren, aber im Endeffekt ist Leaflet erweiterbar. Und das ist ein Pluspunkt. Und Leaflet ist einfach. Das meinte ich vorhin, wenn man Beginner ist, noch nicht so die Erfahrung hat, ist Leaflet relativ einfach zu benutzen, sehr einfach einzusteigen. Und das für den Rest des Vortrages, ich zeige einfach ein paar Beispiele, was man so machen kann. Viele ganz, ganz einfache Sachen, aber ihr werdet sehen, dass das meiste einfach Einzeiler sind, gar nicht so schwierig. Wie gesagt, ja, die Beispiele. Also erstmal, wie erstelle ich eine Map? Ich kann in zwei Folien zeigen, wie ich eine Karte in Leaflet erstelle. Erstmal ein bisschen HTML. Ich erstelle ein Div in meiner Webseite. Also Info Embody kommt ein Div rein, dem gebe ich eine ID. Ich muss es nochmal ansprechen. Dann werde ich das Div stylen. Styling ist, wie gesagt, optional, aber jede Leaflet-Karte braucht eine Höhe. Also es gibt Bibliotheken, die automatisch eine Höhe zuweisen.
Bei Leaflet ist es nicht der Fall. Ich muss explizit sagen, diese Karte hat 100% der Höhe, also vom Body oder vom Bildschirm, was auch immer, oder hat 500 Pixel Höhe, wie in diesem Beispiel. Sonst ist die 0 Pixel hoch und dann ist sie offiziell da, aber man sieht sie nicht. Und es gibt keine Fehlermeldung und da habe ich schon Tage verloren, aber mittlerweile weiß ich das. genau. Das wäre das eine, also Div anlegen, Div stylen. Wie gesagt, Höhe reicht, das war's schon. Und dann kann ich gleich JavaScript benutzen. Meine JavaScript-Befehle hier, die von Leaflet bereitgestellt werden, immer L. irgendein Befehl, damit instanziere ich dann ein Element und kann es benutzen. Man sieht hier, die Map ist schnell angelegt, schlägt eine Variable an, auch die ist optional, aber meistens will man die Map ja nochmal ansprechen, also lege ich eine Variable Map an, der Befehl heißt lmap und mein div, das ist der erste Parameter hier, heißt wie gesagt map, ich habe ja gesagt div, id, map. Genau, und dann kommt ein Center da rein und eine Zoom-Stufe und dann ist diese Karte bereit. Da gibt es noch 30, 40 weitere Parameter, die man jetzt befüllen kann, aber im Endeffekt ist die Karte in ein paar Zeilen programmiert und das war's. Und schon erscheint die. Was heißt erscheinen bei Leaflet? Das heißt erstmal das hier. Hätte man sowas eventuell erwartet? Eher nicht. Ist erstmal so ein grauer Block. Aber wenn man überlegt, wenn ich ein GIS öffne, ist es auch erstmal leer. Ich muss erstmal Daten laden. Und so eine Basemap, eine Hintergrundkarte ist sowieso optional. Meistens im GIS werde ich die sowieso nicht laden. Nur wenn ich irgendwas wirklich finden will oder visualisieren möchte. In Leaflet genau das Gleiche. Die Basemap ist optional, ich kann auch nur Vektordaten laden oder Rasterdaten, aber die Basemap brauche ich nicht. Geht aber auch, und auch das ist nicht schwierig, hier sind ein paar Zeilen Code, da wird diese Standard OpenStreetMap-Karte eingebunden. Da ist auch so ein Block, da machen wir immer nur Copy-Paste, weil das kann man sich sowieso nicht merken. Genau, man sieht eine Variable Basemap an und dann sage ich Basemap add2. Map add2 heißt der Befehl, in dem ich in ein Element meiner Karte, also diesem Container, diesem grauen Ding da, hinzufüge. Genau. Und in dem Falle, so sieht dann die OpenStreetMap-Karte aus. Man kennt sie, dann hätte ich die richtige Map, so wie ich mir das vorstelle. Also im Endeffekt, Div anlegen, Div stylen, Map anlegen, Basemap hinzufügen. Also wirklich vier Schritte und schon hat man eine fertige Map, die man benutzen kann, mit der man arbeiten kann. Inhalte fehlen jetzt noch, also es sind noch keine Vektordaten drin, aber das kommt dann danach. Und das ist nicht so schwierig, wie gesagt. Was ich kurz erwähnen möchte, ist, es gibt hier eine ganz gute Übersicht mit Basemaps. So eine Leaflet Providers heißt, ist eigentlich ein Plugin, aber man kann das auch so aufrufen. Ich mache das mal kurz. Ob die Maus funktioniert? Ja. Hier, so sieht die Seite aus und ich brauche hier rechts einfach nur einen anderen Radio-Button anzuklicken und schon habe ich eine andere Basemap. Gut, in dieser Seite natürlich. Wie kriege ich das in meine rein? Ganz einfach, dieser Block hier, den kopiere ich. Ich kopiere den in meine Anwendung. Man sieht es nicht so gut, deswegen zoome ich erstmal kurz rein. Achso, die Bildschirmlupe heißt. Oh, wie heißt die? Magnifier auf Englisch, gut. Such mal kurz rein und dann sehen wir hier, dass das so ähnlich aussieht wie diese OpenStreetMap-Karte. Außer, dass die Variable hier jetzt anders heißt. Die Variable kann ich natürlich auch Basemap nennen, erstmal egal. Hier OSM France. So sieht die dann aus. Okay, einfach rüber kopieren, in den Code hauen und dann der Map hinzufügen und schon ist eine andere Basemap drin. Geht super, super schnell. Wie gesagt, das hier sind Basemaps, die öffentlich verfügbar sind, nicht unbedingt nur in Leaflet. Also ich kann das auch jetzt mit OpenLayers oder jede Anwendung, die in Tiles, also Kacheln unterstützt, kann sowas dann im Endeffekt laden. Hier nochmal so als Info, weil ich es relativ interessant fand, also wusste ich auch nicht, bis ich das dann zufällig gesehen habe, also wenn man sich Länder anschaut, wo man nicht unbedingt die Schrift lesen kann oder verstehen kann, dann ist die OSM-Karte nicht immer die beste Karte. Aber es gibt eine OSM.de, so eine deutsche Version, wo die Sachen nochmal übersetzt wurden und da kann man alles lesen. Also kann man die auch dann, hier also Europäer weltweit, kann man alles eigentlich lesen. Fand ich ganz cool, so als extra Info wollte ich das erwähnen. Genau, hier noch ein Beispiel, das ist der gleiche Ausschnitt. Man sieht links schwierig, rechts geht es ein bisschen besser. Genau, und für die Metalheads unter uns gibt es hier die Spinal Map. Spinal Map heißt sie. Bin ich nicht so oft ein in Projekten jetzt, aber ist cool, dass es geht. Also, wenn man ein bisschen rumspielt oder so eine Konzertkarte erstellt, ist das eventuell die Base Map dann. Genau.
Aber Basemap heißt nicht immer Basemap-Kacheln, das kann auch was ganz anderes sein. Gutes Beispiel ist die BVG in Berlin, rufen wir auch auf. Die benutzen auch hier Leaflet. Das hier ist der Fahrplan in Berlin, also die U-Bahn, S-Bahn. Ist der ganze Netzplan, topologisch passt es alles, aber geografisch natürlich nicht. Es ist hier nicht wirklich, also einfach nur ein Schema eigentlich. Trotzdem wird hier eine Leaflet-Karte benutzt. Wieso? Naja, ich kann die Karte bewegen, ich kann reinzoomen, ich kann rauszoomen. Und ich habe solche Hover-Effekte, ich habe Pop-Ups, wenn ich irgendwo hinklicke, kommt dann was und so weiter und so fort. Also kann man auch Leaflet für Sachen benutzen, die nicht wirklich geografisch in dem Sinne sind. Das gibt zwar alles irgendwo auf der Erdoberfläche, aber diese Karte ist nicht georeferenziert in dem Sinne. Genau, das zu Basemaps. Nächstes Thema, Koordinaten. Koordinaten, jeder weiß das, wenn man mit GIS anfängt, anfangs erscheinen die Daten an der falschen Stelle, erscheinen gar nicht oder nichts funktioniert. So ist es, so lernt man halt GIS. Und das liegt meistens in Koordinaten. Bei Leaflet ist eigentlich ganz einfach. Koordinaten werden wie übergeben, einfach ein Array, also die eckigen Klammern und dann ein Lat-Wert und ein Long-Wert, also wie viel Grad Nord-Süd und Ost-West und das war's. Immer WGS84, also hier kein UTM, kein Gauss-Krüger, was auch immer einfügen, das wird nicht funktionieren. Kann man sagen, ist ein Nachteil, es ist nicht flexibel. Andererseits wird man gezwungen, immer erstmal in WGS zu transformieren und alles ist konsistent. Braucht man doch andere Koordinatensysteme, kann man das auch mit Bibliotheken wie Proj4 transformieren, ist kein Problem. Aufpassen muss man, dass das Lat for Long ist, das ist so also eine relativ häufige Fehlerquelle. Da landen dann die Deutschlanddaten öfters im Indischen Ozean, wenn man die vertauscht. Viele Datenformate, GeoJSON oder auch andere Anwendungen benutzen eher Long for Lat. Also kommt es auch vor, dass man in Leaflet erstmal einen Datensatz lädt, den man schon kennt und der an der falschen Stelle landet. Muss man halt aufpassen. Genau, aber an sich Koordinaten eingeben, nichts instanzieren, einfach nur ein Array anlegen mit zwei Floats, also Dezimalzahlen und das war's. Wirklich sehr, sehr einfach. Ein Marker ist eigentlich so das Wort für Punkt, aber es ist kein richtiger Punkt, weil es kein Vektor ist und es ist eigentlich ein Raster, ein kleines PNG, das da geladen wird. Auch der Befehl sehr einfach, L.Marker und was haue ich da rein? Natürlich ein Koordinatenpaar, lat long, wie wir gerade gesehen haben. Und ich habe die Variable m genannt und auch hier m add2 meiner Karte hinzufügen, genau wie vorhin die Basemap. Also auch das relativ easy, sehr konsistent, Koordinaten immer auf die gleiche Art und Weise eingeben und dann dieser add2-Befehl, der immer wieder vorkommt. Genau, Marker mit Pop-Up, hier könnt ihr gerne mal schauen, wo das ist. Das ist eine Insel, relativ große, coole Insel als Pop-Up und das war's. Eine Zeile Code mehr, ein Befehl mehr und ich klicke auf diesen Marker und schon kriege ich so ein kleines Fenster. Das kann ich ausbauen. Ich kann hier, das kommt ein bisschen später. Was ich erst nochmal sagen wollte, ist, dass wenn der Marker nicht passt, dieses Bild kann ein bisschen nervig sein und will doch was anderes, kann man sein eigenes natürlich benutzen. Oder es gibt zwei Elemente, die nennen sich Circle und Circle Marker. Das ist ein richtiger Vektordatensatz. Man sieht, das ist ein Kreis hier. Was ist der Unterschied? Na, auch hier sieht man, wie die benutzt werden. L.Circle oder Circle Marker, Array hinzufügen mit Koordinaten, Radius eingeben, R2Map. Alles in einem Schritt in diesem Falle. Radius steht da 10, sehen unterschiedlich aus. Das muss man halt wissen. Beim Circle, wenn das 10 Meter und beim Circle-Marker sind das 10 Pixel. Das ist der Unterschied. Da kann man sich dann auch mal irren, dass irgendwann der Punkt, wenn man raus nicht mehr sichtbar ist, wenn es 10 Meter sind, aber das lernt man auch schnell. Genau, Punkto Styling. Muss zugeben, dieses Blau ist nicht immer das, was man braucht, oder auch nicht das Schönste eventuell. Eventuell braucht man mal einen orangen oder grünen Marker, was auch immer. Dazu gibt es halt dieses Ding, das nennt sich Path. Path ist, kann jeder Vektor in Leaflet gestylt werden. Man sieht, es gibt sowas wie Stroke, Color, Opacity, alle möglichen Properties, die man hier hinzufügen kann. Und die fügt man einfach so im Optionenobjekt hinzu. Also jedes Leaflet-Element hat nochmal Optionen, geschweifte Klammern, und da fügt man das dann einfach ein. Also ich brauche nicht nochmal irgendwie ein Style-Element, eine Instanz von so einem Style-Objekt, Style-Klasse anzulegen. Und da das zuzuweisen, ich sage einfach nur, in den Optionen kommt nochmal sowas wie Color oder Fill Color rein. Und das war's. Und genau die Optionen kann ich auch bei einer Linie benutzen oder bei einem Polygon. Wie gesagt, recht einfach dann. Hier sieht man, hier ist ein Polygon, wird angelegt. Auch da habe ich die gleichen Properties benutzt, Bermuda-Dreieck hier. Genau die gleichen Stylings wie dieser Circle. Und trotzdem muss ich mir nicht groß irgendwie Gedanken machen. Das ist cool. Hier füge ich mehrere Marker auf einmal hinzu, drei verschiedene Städte. Problem ist, dass diese Karte jetzt
nur 2 anzeigt, weil die Karte ist irgendwie auf der Koordinaten 0,0 zentriert, nicht zu weit reingezoomt, sehe ich nur die 3. Wie kann ich jetzt machen, dass die Karte zu dem ganzen Extent von allen Daten springt? Na, da können wir Gruppen anlegen, wir können Daten gruppieren, eine Feature Group nennt sich das, oder Layer Group gibt es auch, erstmal egal. Ich lege eine Gruppe an, ich füge die der Map hinzu, nicht die Daten an sich, und dann füge ich die Daten dieser Gruppe hinzu. Und dann sind die schon mal gruppiert, und dann habe ich einen Befehl mehr. Ich extrahiere die Bounding Box, B-Box, B-Box da oben genannt, von dieser Gruppe, und dann benutze ich einen Befehl, der heißt fitbounds, sowas wie setExtend könnte man es auch nennen, map fitbounds bounding box. Und schon, ich lade die Anwendung und zack, zoomt die dahin, und so habe ich eine Anwendung, die immer alle Daten anzeigt. Ganz einfach. Gruppen kann man auch benutzen, um alle Layer auf einmal zu entfernen oder hinzuzufügen. Super praktisch, wenn man Layer-Switcher hat, um ein- und auszuschalten. Eine Gruppe kann auch Punkte, Linie, Polygone enthalten, also egal, was da drin ist von Typ. Man kann damit auch jeden Layer auf einmal behandeln, also anstatt Marker beim Pop-up, beim Pop-up, beim Pop-up dreimal aufzurufen, rufe ich einfach die Gruppe auf, sage ich each Layer, das ist eine einzelne Schleife, die da durchläuft, und bei jeder Iteration kann ich auf diesen aktuellen Layer zugreifen und dann rufe ich den Pop-up-Befehl auf. Jetzt steht dann dreimal Hallo drin, nicht das Allersinnvollste, aber wenn ich da jetzt Attribute noch drin hätte, kann ich die auch extrahieren und dann wird es spannend. In dem Falle nochmal zum Pop-up, das kann ich auch stylen. Das ist im Endeffekt nur Text, der umgesetzt, interpretiert wird, also wenn ich da Markup reinhaue, wie so ein H2, so ein Heading, zweite Ordnung, oder so ein Span, wo ich dann nochmal ein bisschen CSS-Styling einfüge, kann ich das auch stylen. Also auch das relativ flexibel. GeoJSON, wenn man mit dem Datenformat arbeitet, ich kann eine Gruppe zu einem GeoJSON exportieren, auch viele andere Datenformate, also andere Vektoren, und dann logge ich mir das hier in meine Konsole und dann sieht man, dass ich jetzt ein GeoJSON habe, das ich auch weiterhin benutzen kann, wo zum Beispiel eine Website aufrufen wie geojson.io, Copy-Paste und schon wird das angezeigt. Oder ich haue das in meinen Texteditor, speichere das .geojson ab und schon ist die Datei in QGIS. Also ein paar Zeilen Code in Leaflet und nachher ist es in QGIS. Das ist schon schön, wie das alles gut zusammen funktioniert. Genauso wie Events, also ein Event definieren ist relativ einfach. Ich sage Map on, klick, wenn ich auf die Karte klicke, dann wird das Wort Klick in meine Konsole gelockt. In diesem Falle setze ich einen Marker. Also die gestellten Fragen auf Stack Exchange ist, wie kann ich eine Koordinate von einem Klick kriegen und dann was damit machen. Hier ist die Antwort mit Leaflet. Also ich sage einfach Map on Klick. Ich lese dann das nenne ich Event-Objekt, dieses kleine E da oben aus, let und long, und dann logge ich das in die Konsole. Oder ich mache noch einen Markerbefehl rein und setze einen Marker. Kurze Demo. Hier klicke ich auf die Karte und schon ist ein Marker da. So habe ich also relativ schnell eine Digitalisierungsanwendung geschrieben und dann exportiere ich das, wie auch immer, mit einem Button. Und das ist konsistent. Anstatt Klick könnte ich sowas benutzen wie Mouse Move. Ein Wort geändert und schon ein ganz anderes Event registriert. Nicht viel mehr Code, also nur eine Zeile geändert. Aber da hat man diesen Effekt halt, beim Mouse Move wird ein Marker hinzugefügt. Ist ja so eine Spielerei, da kann man jetzt eine halbe Stunde rumscrollen, aber bringt nichts. Aber ich will nur zeigen, dass man schnell einen anderen Event benutzen kann und nicht was ganz anderes schreiben muss, einfach nur ein Wort austauschen. Genau, das was dazu. Kann auch mehrere Events auf einmal zuweisen, statt immer Mouse on, Map on, Map on, macht man Map on und dann ein Objekt, wo alles drin ist. Gruppe auch, ich kann auch einer Gruppe etwas zuweisen. Anstatt jedem Marker jetzt ein On-Click zuzuweisen, sage ich Gruppe On-Click und schon ist dieser Event jedem Layer in der Gruppe zugewiesen. Also Pattern Code und jeden Datensatz in der Anwendung behandelt. Letztes Thema, GeoJSON. Wenn es komplexer wird, dann will ich nicht alles selbst digitalisieren oder Koordinaten eingeben, dann benutze ich einfach ein GeoJSON. Ein Format aus einer anderen Software, also hier kann man jetzt nicht groß KML, GML, GPX laden, geht auch mit Plugins, aber generell arbeitet man einfach mit GeoJSON. Das Coole daran, der Befehl ist flexibel, also wenn ihr euch damit auskennt, GeoJSON gibt es mehrere Ebenen, es gibt nur die Geometrie oder es gibt ein ganzes Feature, das hat nochmal Attribute, die Properties, in meinem Fall fehlen die aber, sind leer, oder es kann eine Feature Collection sein, die sammelt dann mehrere Daten, auch verschiedene Datentypen. Und im Endeffekt, der Befehl in Leaflet ist einfach l.geojson und dann gebe ich dann dieses Ding da ein und sage add to map und schon habe ich einen richtig großen Datensatz in meiner Anwendung.
Genau, Bonus, keine Zeit, ich weiß, aber ich erwähne es trotzdem. Man kann auch jetzt Leaflet nochmal ausbauen, indem man sagt, wir machen Geoverarbeitung in dieser Anwendung. Da gibt es 2 oder 3 Foskis-Vorträge von mir von den letzten Jahren. Einfach mal kurz googeln, könnt ihr euch das anschauen. Also ich kann jetzt auch wie in Leaflet einen Puffer brechen, Intersect, Erase, alles Mögliche, was man im normalen Standard-GIS auch machen kann. Auch gar nicht so schwierig. Turf funktioniert mit alles, mit Open Layers, mit Leaflet, alles was GeoJSON versteht. Aber vor allem hier wird es spannend. Genau, und wer schon mal eine Demo mit Turf anschauen möchte, auf unserer Webseite haben wir so ein kleines Dashboard bereitgestellt, da kann man einfach Daten hochladen und die dann live im Browser behandeln. Man sieht, dass ein Puffer eine Millisekunde dauert. Und das ist echt schön. Das GIS-Starten dauert schon länger, also benutze ich lieber eine Web-Anwendung dafür. Genau, könnt ihr euch anschauen, ist ganz spannend. Kann man auch die Daten exportieren. Genau, und dann hatte ich letztes Jahr bei der Foskis versprochen, dass Weihnachten ein gutes Buch rauskommt. Das Top-Weihnachtsgeschenk. Das hat zeitlich leider nicht so ganz gepasst. Aber jetzt ist es raus. Ein besseres Cover auch, muss man sagen. Mehr Rezepte, also so ein Cookbook, dann kann man sich viele kleine Sachen beibringen. Und jetzt ist halt ein Ostergeschenk, kein Weihnachtsgeschenk. könnt ihr gerne hier bei Locate Press oder Amazon kaufen. Und wenn ihr mal reinschauen möchtet, ich bin unten noch beim GeoSys/GIS-Trainer Stand. Kommt einfach vorbei. Bin aber nur 20 Minuten da, weil ich jetzt in einer halben Stunde noch einen Workshop habe. Wer Lust hat, noch ein bisschen mehr über Leaflet zu lernen, kommt bitte zu meinem Workshop. Ich glaube, es sind noch ein paar Plätze frei. Und ich glaube, das war es dann auch schon. Ja, danke. Ja, Numa, vielen Dank für den schönen Vortrag.